Wir befinden uns am Standort Balfinger Lengau. Lengau ist innerhalb des Fertigungsverbunds Balfinger der größte Produktionsstandort. Wir haben in etwa 1250 Mitarbeiter hier und eine sehr breite Palette an Aufgaben, die wir bewerkstelligen müssen. Das fängt an wirklich von der Blechplatte bis hin zum aufgebauten Kran. Das heißt, wir haben Stahlbau, indem wir Komponenten fertigen. Wir beschichten diese Komponenten, montieren die Komponenten zu einem fertigen Kran und diesen fertigen Kran montieren wir auch auf Fahrzeuge, sodass wir eine Gesamtlösung für unsere Kunden anbieten können. Wir fertigen Sechskantrohre, aber auch Polygonrohre, das P-Profil, das wir dann später in den Ausschüben beim Kran finden. Für uns war es wichtig, dass wir uns in Zukunft technologisch weiterentwickeln, für die Zukunft gerüstet sind und deswegen haben wir beschlossen, ein neues Bearbeitungszentrum hier am Standort Lengau zu kaufen. Produktivität spielt immer eine Rolle. Wir haben auch durch die Neuanschaffung war für uns eine Prämisse, dass wir von der Zykluszeit her runterkommen, dass wir einfach mehr Output generieren können. Das Ausschlaggebende war für uns, dass wir Bimotech Cyrrhaluse ausgewählt haben, war klar und eindeutig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir am Markt gefunden haben. Also das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung für diese Maschine genau war natürlich die besondere Bauart des Winkelkopfes. Mit dem Winkelkopf haben wir die Möglichkeit, dass wir zwischen die Laschen da unsere großen Knickarme reinkommen und eine Fräsbearbeitung durchführen können. Das ermöglicht uns mehr Flexibilität in der Pendelbearbeitung und so können wir die Zielvorgaben für diese Investition auch tatsächlich umsetzen. Die FFP-Baureihe ist eine sehr kompakte Maschine, die auf einem sehr kleinen Raum sehr viel Bearbeitungskapazität bietet. Von der Größe und der Geschwindigkeit und von dem Rundtischen natürlich für uns ideal. Wir haben bei der Maschine zwei Rundtische mit 3000 x 1800 mm. Durch diese zwei Rundtische sind wir sehr flexibel. Der entscheidende Vorteil bei den Maschinen ist der Winkelkopf, wo wir Bauteile machen, wo wir bis zu 10 mm an das Rohmaterial ranfahren, was bei anderen Herstellern, was wir uns angeschaut haben, nicht möglich ist. In der FFP-Baureihe können wir einen sehr kleinen diagonalen Fräskopf installieren, der sehr tief in Bauteile eintauchen kann mit sehr geringen Störkonturen. In unserem kompletten Portfolio haben wir Optionen, womit wir Vibrationen eliminieren können, respektive Frequenzen brechen. Bezüglich der Schwingungen haben wir dieses SSV-System, was uns natürlich sehr viel bringt, weil bei unseren labilen Bauteilen natürlich gleich einmal aufschwingt, weil unsere Spindlerlängen, wo wir Bohrungen verarbeiten, sind bis zu 600 mm. Und das bringt natürlich schon extrem viel. Ich habe jetzt einmal im Zuge der Aufstellung einmal ein Problem gehabt und ich muss sagen, ich war begeistert, weil innerhalb von 24 Stunden war da wer da. Kann ich nur positiv erwähnen. Durch diese neue Anlage und durch die neue Technologie haben wir eine erhebliche Produktivitätssteigerung. Uns war wichtig, dass die Anlagenverfügbarkeit erhöht wird und dass wir hohe Standsicherheit haben und eben technologisch am nächsten Schritt gehen.